Hallo, herzlich willkommen in Jägersburg. Der Bahnhof hier ist, wie ich finde, super interessant. Ihr merkt es vielleicht schon, wir haben hier vorne tatsächlich zwei Gleise. Die gehören zur Lokalbahn und da drüben ist dann der in Anführungsstrichen ganz normale Bahnhof, der ja meistens von den S-Bahnen frequentiert wird, verbindet zu unserer Linken dann in die Richtung irgendwo Kopenhagen. Und wenn ich mich drehe, geht's da dann nach Lyngby und weiter in den Norden. Was man auch sieht, wenn man hier quer durchguckt, mal einen durchfahrenden Zug, eine durchfahrende S-Bahn. Also es gibt verschiedene S-Bahnen. Genau, und da wo die jetzt ist, da haben wir auch ein Anschlussgleis, wo im Prinzip ja hier die Lokalbahn auch auf diese Gleise wechseln könnte. Aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, die sehen so verrostet aus. Da ist nichts los. Im Hintergrund das laute Rauschen, was ihr hört, ist gleich hier nebenan die Autobahn, deswegen der Geräuschpegel. Und ich würde jetzt aber gerne mit dem nächsten Zug, der hier kommt, und zwar drüben auf dem anderen Gleis, einmal die gesamte Tour mitmachen. Die Tour von Jägersburg nach Nerum. Von dieser Endhaltestelle bis zur anderen Endhaltestelle beträgt nur 12 Minuten. Das heißt, wir sind da ruckzuck jetzt von dieser Seite auf der anderen. Dauert ein paar Minuten noch, bis der Zug kommt. Aber wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Es geht gleich weiter. So, dann kam er doch recht schnell. Und auf dem Nachbargleis ist auch noch jemand. Aber die Türen gehen schon zu. Das ist wirklich ein echter Pendelzug. Kaum angekommen, fährt er, glaube ich, gleich schon wieder ab. Und dann schauen wir mal, was wir unterwegs alles entdecken.
Nächste Station, Brede. Zurück zur Station. Thank you.
Und langsam trudeln wir im Zielbahnhof ein. Näherum bitte alle aussteigen. Dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Ich fahre jetzt direkt gleich einmal zurück.